Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Hello and welcome. Ja, lieber Krebs, du bist natürlich hier, um dir wieder deine Botschaft bei mir abzuholen, so wie jeden Monat. Ich danke dir für deine Treue und auch für einen Like, für einen Kommentar, für eine kleine Spende an mich und meine Daisy, ja. Oder werde doch sehr gerne ein Kanalmitglied, ja. Dann siehst du die Videos immer zum Voraus schon und du hast ein bisschen auch Einblick in meine Privatleben, in meine private Situation und Gedanken. Ja, begleite mich doch. Ja, lieber Krebs, wie immer gebe ich dir am Anfang das mediale Bild mit auf den Weg, das mir die geistige Welt, Spirit, für dich gegeben hat, für den Monat Juni. Und dann werden wir die Legung machen mit diesem wunderschönen, mystischen Tarot-Deck hier, das Heindl-Tarot-Deck. Und am Ende habe ich die Ehre, dir eine Rune mit auf den Weg zu geben. Und zwar eine ganz, ganz spezielle Rune ist das. Die hat mein Sohn gemacht, diese Runen für mich, ja. In der Farbe eines Lapislazuli. Und in dieser Rune ist die Asche von meinem verstorbenen Reisebegleiter, meinem Hund Barbossa. Ja, er war ein ganz, ganz weises Tier. Ich habe auch ein Video von den Dingen, die er mir übermittelt hat, gemacht. Du findest es in der Playlist von den geistigen Botschaften, wenn eine Tierseele spricht. Schau es dir doch gerne auch an. Ja. Also, lass uns beginnen, lieber Krebs, mit dem medialen Bild. Ich sehe dich ja immer als diesen Krebs, ja. Und du bist ja sehr stark mit dem Mond verbunden, das ist dein Planet, ja. Und natürlich mit dem Wasser und den Zyklen des Lebens und so weiter und so fort. Ich sah dich jetzt aber, und das ist, glaube ich, sogar eine Krebskarte, wenn ich mich nicht täusche. Ich sah dich, es waren drei Krebse und ihr hieltet euch alle an den Scheren und ihr habt im Sand, bei Mondschein habt ihr getanzt. Ich weiß nicht, vielleicht feierst du den Vollmond oder vielleicht gehst du nach dem Mondkalender, aber natürlich für dich hat der Mond sowieso eine sehr starke Bedeutung, da es ja auch dein Planet ist. Und es kam mir vor wie Kelch 3, ja, wie diese Feier, wie diese wunderschöne Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, hast du in dir gearbeitet, hast du zu dieser Dreieinigkeit in dir gefunden, zum Gott oder zur Göttin in dir selbst, oder hast du tatsächlich im Juni vielleicht eine Feier zu machen, oder bist du eingeladen, oder hat sich ein wunderschönes Team in deinem Leben gegründet, vielleicht sogar eine Familie, ja, vielleicht wirst du Vater oder Mutter. Was auch immer es ist, ich fand es ein wunderschönes mediales Bild für dich, lieber Krebs, für den Monat Juni. Ja, lass uns in die Legung hinein starten miteinander. Wir machen zuerst die allgemeine Ebene, dann Finanzen und Beruf und dann Liebe und Beziehung. Cancer, Cancer, June, please. Krebs, Juni, bitte. Krebs, Juni. Allgemeine Ebene. Wir haben die Isis. Yes, and I will show you every single card. If
you are an English watcher, so I can speak English, but not perfectly. But all my sessions, also the education I do, if you actually don't know who I am and why I'm doing what I'm doing and what I can offer you for services, you will find everything in the video description. Ja, also wenn du neu hier bist und nicht weißt, wer ich bin, dann findest du alles unten in der Videobeschreibung. Warum habe ich das jetzt nochmal gemacht? Entschuldige, ich möchte diese decken. Ich bin da nicht ganz einverstanden. Ach, okay. Gut. Voilà. Also. Die Isis, das ist die Tochter der Schwerter im Süden. Das ist die Prinzessin der Schwerter. Du siehst auch hier wunderbar die Göttin, ja, mit dem Mond hier verbunden. Und oben die Sonne, oder nein, ich würde sagen, es ist der Schein des Mondes. Mir kommt es vor, als hättest du hier Anfangs Juni einen klaren Blick. Vielleicht hast du das dritte Auge auch geöffnet bekommen, lieber Krebs. Vielleicht darum auch dieses wunderschöne mediale Bild. Eben, weil Isis war ja definitiv eine hohe Priesterin. Sie war definitiv eine Göttin auch, das kennen wir, eine ägyptische. Und darum habe ich das vielleicht auch gesagt, dass du hier einen Moment dieser wunderschönen Dreieinigkeit in dir hast. Ja, weil wir sind dreieinig in uns. Also beziehungsweise wir haben Gott selbst, ja, ein Meister selbst oder ein göttliches Zustand. Wir haben einen Zustand des höheren Selbst und der Zustand im Körper. Also wie Göttin, Tochter und Mensch. Oder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wie auch immer man es sehen will. Aber ich glaube, du hast hier einen Moment der sehr starken Klarheit mit der Isis hier. Und du siehst hier auch definitiv mit Ass der Stäbe. Schau, wie die Kundalini, mir kommt es vor, als wäre hier die Kundalini bei dir ein bisschen wirklich nicht hochgeschossen. Das soll sie auf keinen Fall tun, sondern schön hochgekommen durch die Wirbelsäule. Und sie hat dir hier, auch hier wieder siehst du die Muschel, die Venusmuschel. Die ist auch, ja, eine Göttin, klar, Freya, Venus, Aphrodite und so weiter, Isis. Sie ist eigentlich ja immer dieselbe, einfach trägt sie andere Namen. Und das hat dir hier sehr viel Antrieb gegeben. Das ist Feuerkraft, Lebensfreude, Lebensenergie. Genau, du siehst hier auf eine wunderbare Chance vielleicht auch auf dein Leben hin, eine wunderbare Freundschaft, was auch immer es ist. Du wirst aber hier noch einmal kurz in eine Stagnation kommen oder in einen Konflikt. Ich habe hier die 7 Steine, 7 Münzen. Hingegen, also es könnte auch tatsächlich eine Schwangerschaft sein. 7 der Münzen. Oder ist das 9 der Münzen? Nein, 7 der Münzen. Ich glaube, die Geduld, ja. Hier heißt sie Stagnation. Und hier haben wir noch mit den 5 der Stäbe einen Wettkampf. Hier heißt sie Konflikt. Ich sehe es nicht unbedingt als einen Konflikt, sondern eher ein bisschen als ein Tauziehen, ein Wettkampf. Ich weiß nicht, vielleicht machst du hier auch tatsächlich irgendetwas, eine Challenge mit in deinem Leben, vielleicht auch was Sportliches. Aber ich würde sagen, vielleicht kommst du hier Ende Monat auch, es könnte sein, ich deute es intuitiv ein bisschen so, dass du vielleicht ein bisschen im Konflikt stehst mit der Geduld. Vielleicht
Bist du ein bisschen ungeduldig auf ein Ereignis? Vielleicht ist es sogar diese Feier oder dieses Treffen. Ich denke, es ist nicht eine ganz starke Energie hier. Es sind Karten aus der kleinen Arkana. Nun lass es mich wissen, was es ist. Du, lieber Krebs, weißt es wohl am besten. Ich bin gespannt auf Finanzen und Beruf. Habe so das Gefühl, dass es auch ein Projekt sein könnte, was du planst hier. Oder eine Festlichkeit. Oder ein Event. Ich weiß nicht, warum ich das so fühle. Lass uns schauen. Krebs, Juni. Cancer, June. Sohn der Steine im Westen. Zehn der Stäbe, auch hier wieder super viel Energie. Also fast zu viel. Und Reichtum der Erde. Aber ich deute hier die Zehn der Stäbe als positiv. Denn der Negativaspekt der Zehn der Stäbe wäre eigentlich eine Art Burnout, ja, dass man seine Kräfte wirklich missbraucht oder dass man deine Kräfte missbraucht. Das heißt, man bürdet dir alles auf, ja. Aber ich empfinde es als wirklich, ich habe das Gefühl, dass du irgendetwas planst. Lass es mich wissen, was es ist. Und ich glaube, dass du hier Mitte Juni noch einmal richtig Gas gibst, mit deiner ganzen Kraft vorausgehst hier. Und es wird sich auch lohnen, weil hier am Anfang Juni, Prinz der Scheiben, eben, da haben wir jetzt die Geduld, weil Scheiben und der Prinz dazu noch, ist eher ein langsamer Prozess. Ja, etwas ereignet sich langsam. Es ist ein langsamer Prozess, aber er ist mit der Scheibe natürlich auch währschaft, bleibend, wie ein Pflänzchen, das wachsen muss, ja. Und das könnte hier ein bisschen, lieber Krebs, deine Geduld in Anspruch nehmen. Du bist ein geduldiges Wesen, ja, und auch sehr gutmütig. Du bist ein wunderbarer Zuhörer von deiner Art her auch. Aber du bist eben auch das Zeichen der Kreisläufe. Und manchmal gehen deine Launen wie Wellen hoch und runter, lieber Krebs. Ich glaube, damit hast du manchmal mit dir selber auch ein bisschen Mühe. Aber so ist das Leben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du im Moment so die Welle hochschlagen willst, um etwas zu erreichen. Und du merkst, dass das vielleicht noch nicht ganz geschehen ist. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe einfach dieses Bild bekommen. Aber es wird Erfolg haben, weil eben jetzt hier kommt die Manifestation 10 der Scheiben. Reichtum, finanziell und beruflich. Das wird top. Ja, du hast hier zweimal die 10. Das ist eben auch so, darum sage ich das mit dem Kreislauf, weil die 10 ist immer ein Kreislauf, der sich beendet. Also ein Anfang und ein Ende. Ja, vielleicht beendet sich hier auch die Überlastung, die du hattest. Aber jetzt, ich kann dir sagen, Ende Juni kannst du deine Früchte ernten hier. Ja, nur noch ein bisschen Geduld, noch ein bisschen Schub hier, Krebs. Ja. Liebe und Beziehung. Ich habe auch das Gefühl, dass hier Lord Maitreya, er ist eine Buddha-Energie, ja, hier in deine Legung lächelt. Buddha. Ja, ich fühle Lord Maitreya mit seinem wunderschönen pfirsichfarbener Energie, ja, fühle ich
hier ganz stark in deine Legung kommen und es macht mir auch Sinn, warum er kommt. Weil eine Pfirsich hat, ist ja so rot, ist eine Mischung aus Rot und Gelb. Das heißt, und Rot ist die Farbe des Wurzelchakras, ja, der Manifestation. Und Gelb ist die Farbe der Weisheit und Erleuchtung. Und mir scheint, dass diese zwei Energien bei dir zusammenkommen. Also so sollst du das tun. Und ich glaube, Lord Maitreya nimmt dich hier im Monat Juni ein bisschen an die Hand, lieber Krebs. Wow, wie wunderschön. Ja, und wenn du dich fragst, woher ich dieses Wissen alles habe, dann kannst du das natürlich auf meiner Webseite auch nachlesen. Aber wie gesagt, ich komme aus der Theosophischen Gesellschaft, die es heute nicht mehr gibt, so in diesem Sinne. Und meine Lehrer waren die aufgestiegenen Meister, also sind sie heute noch. Ich hatte nie einen menschlichen Lehrer, sondern geistige Lehrer, die aufgestiegenen Meister. Und dieses Wissen gebe ich in meinen Ausbildungen weiter. Du kannst den Abschluss sogar bis zur Hohen Priesterin machen. Das ist kein Kult oder Orden. Wir sind völlig frei. Einfach, dass ich es gesagt hätte. Aber wir dienen definitiv einer höheren Sache. Ja, nämlich euch, der Menschheit. Liebe und Beziehung bitte. Liebe und Beziehung. Krebs, Juni, Cancer, June. Love and Relationships. Ja, auch hier. Ah, nein, das ist eine 9. 9 der Stäbe. Sohn der Schwerter im Süden. Ja, die wollte ja vorher schon rauskommen. Und jetzt kommt sie hier. Und Vater. Es könnte auch sein, Krebs, dass du vielleicht jemanden kennengelernt hast und ein bisschen ungeduldig auf ein Date wartest oder auf eine Einladung, weil wir haben hier zweimal Schwerter in Sachen Liebe und Beziehung. Und Schwerter in Sachen Liebe und Beziehung sind nicht immer positiv in diesem Sinne, weil sie Verstand sind. Sie sind Klärung oft oder Konflikt. Zu viel Gedanken, ja, weil hier hast du nämlich super viel Energie. Anfangs Juni, 9 der Stäbe, siehst du. Stärke, ja, deine Energie ist definitiv ein bisschen all over the place hier, aber auch eben klar ausgerichtet im Sinne von eben sehr viel Energie hier. Leidenschaft. Go, go, go. Ja, in diesem Sinne. Aber irgendein Konflikt, das könnte wirklich hier dieser Konflikt sein, in dir vielleicht oder zwischen diesen Menschen, wird hier geschehen. Prinz der Schwerter. Hier braucht es noch Klärungsbedarf. Achte dich ganz gut wie auf deine Kommunikation, lieber Krebs hier. Weil du bist hier aufgebracht, aus irgendwelchen Gründen. Oder du kannst es kaum abwarten, lass es mich wissen hier. Ja, es könnte aber auch sein, dass das zwei. Dass du die Qual der Wahl hast, weil wir haben hier den Ritter der Schwerter und wir haben den Prinz der Schwerter. Ja. Könnte sein, dass du dich mit zwei Menschen datest oder kennengelernt hast. Und jetzt ein bisschen vielleicht im Konflikt bist, mit welcher Person sollst du weiterziehen, ja? Das kann ich natürlich in einer privaten Legung, könnte ich dir das natürlich beantworten.
was auch immer hier stimmig ist, ja. Wenn du einen festen Partner hast, dann sehe ich das nicht jetzt, Achtung, Achtung, dass jetzt dein Partner hier irgendjemand anderen hätte, sondern ich glaube, es wäre dann die Klärung zwischen euch beiden hier. Ja. Vielleicht möchtest du etwas klären, was dich vielleicht schon längst beschäftigt innerlich, lieber Krebs, und vielleicht platzt es dann einfach so aus dir heraus und das war vielleicht dann nicht eine gute Kommunikation. Also, ja. Lass uns mal noch schauen, welche Rune für dich für den Monat Juni hier sich zeigen möchte. Oh, die Fehu. Ja, lass mich dir hier noch ein Runengedicht auch lesen über die Fehu. Also die Bedeutung von Fehu ist Vieh im Sinne von beweglicher Wohlstand und Ansehen. Ja, also Rinder, ein Vieh, ja. Angelsächsisches Runengedicht. Wohlstand ist bequem für jedermann. Doch jedermann ist aufgerufen, freigebig damit umzugehen, wenn er die Anerkennung des Herrn gewinnen will. Mir kam die Energie, lieber Krebs, tatsächlich vor wie ein Erntedankfest irgendwie. Ich weiß nicht, mit diese das mediale Bild, weißt du? Und der Buchstabe ist F. Die Gottheit ist Frey. Ist das nicht der Bruder von Freya? Lass es mich wissen, wenn du es weißt. Die Pflanze ist die Brennessel. Sternzeichen Widder, Planet Mars, Element Feuer. Ja, ich eben dieses Feuer. Schau mal, du hast wirklich Schwert, Feuer, super viel hier drin. Und ich glaube, dass auch in Sachen Liebe und Beziehung du klar sehen wirst hier. Wow, ist mir jetzt gerade noch so. Du wirst hier klar sehen und klar sprechen. Wow. Also weltlich gesehen, die Bedeutung ist Geld, eben Erfolg, Reichtum, Ansehen, Macht, Ehrgeiz, Möglichkeiten. Die geistige Botschaft von Fehu ist Schöpfungskraft, Beweglichkeit, Kreativität, magische Kraft. Ah, hier steht es. Frey ist verwandt mit dem Hindu-Gott Shiva und dem griechischen römischen Mars. Ah, darum das Rot und die Geduld hinein von Buddha. Darum kommt Lord Maitreya. Wow, pfirsichfarbener Strahl. Ebenso wie beim Feuer oder der Elektrizität ist seine Kraft schöpferisch und vernichtend zugleich. Daher sollte man die, ja, davon reden wir doch die ganze Zeit. Ja, jetzt kann ich es besser in Worte fassen. Danke, danke, Barbossa. Oh. Ai, ai, ai.
Ja, daher sollte man sie mit Bedacht einsetzen. Das ist, was ich hier gemeint habe. Die Kundalini darf nicht hochschießen. Das ist nicht gut. Ja, genau. Astrologisch gesehen entspricht diese Rune dem Tierkreiszeichen Widder, das vom feurigen Mars beherrscht wird. Seine Pflanze ist die Brennessel, die uns gleich eine Anregung vermittelt, wie man mit Fehuskräften umgehen soll. Die Nessel brennt nicht, wenn man sie kräftig anfasst. Wie interessant. Auf der materiellen Ebene kündet die Fehu-Rune davon, dass sich bald die Möglichkeit zu persönlicher Weiterentwicklung bietet. Krebs, machst du hier eine Education with me? You wanna go and wanna be a high priest or a high priestess? Yeah, do it. Woohoo. Ja, also very, very positive. Yep. Just turn your Kundalini a little bit down. Control it. Wow. Sehr, sehr erfolgreich. Welcher Monat für dich, wenn du die Energie mäßig hältst. Wunderschön. Ja, lieber Krebs, ich hoffe dir, mit dieser Legung gedient zu haben, mit der Botschaften auch aus der geistigen Welt für dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich freue mich immer, wenn ich dich persönlich kennenlernen darf, ja. Und ja, wie immer sage ich, ganz viel Licht und Liebe und bis bald. Tschüss.